Hier ist wieder Paddy Bones McKitten live aus dem Freispiel. Steht hier jedenfalls drauf, dass ich Paddy Bones McKitten bin. Ist natürlich gelogen, bin ich gar nicht, bin Thomas und ist auch nicht live, weil ist ja jetzt irgendwann, habt ihr das hier im YouTube abgerufen. Ne? Aber ist egal, wir haben uns ein Spiel angeschaut. Und zwar ist das The Key von Haber, in dem bis zu 4 Mitspieler Detektive sind. Sam McCloud ist auch dabei, ne? Also jeder hat hier so eine Akte, die sind auch alle identisch, außer dass da unterschiedliche Namen draufstehen. Genau, The Key gibt es bislang in 2 Varianten. Das ist von Thomas Singh, den kennt ihr aus dem erfolgreichen Weltraumabenteuer The Crew. Muss man nicht drüber reden, ne? Ist gerade nominiert zum Kennerspiel des Jahres. Ich hoffe, das ist nicht zu laut mit dem Auto, das Mikrofon ist heute nicht da. Hoffen wir mal, das klappt. Genau. Was ist jetzt The Key? The Key ist Cluedo, kennt ihr alle, ne? Gibt einen Mord und das gibt halt ein Opfer, es ist eh klar, wer das Opfer ist, aber es gibt einen Täter, eine Tatwaffe, in dem Fall hier eine Uhrzeit und einen Tatort, ein Fluchtfahrzeug. Und wir müssen das so deduzieren. Nun ist es nicht so, dass das alle Spieler miteinander spielen und ich gebe meinen Mitspielern irgendwie Hinweise, sondern, und deswegen habe ich hier nicht aufgeräumt, jeder greift sich einfach Hinweise aus der Mitte. Seht ihr, die haben hier so lustige farbige Punkte drauf. Das kann man vorher wegsortieren, kann man auch bleiben lassen. Das ist relevant für welchen Fall sind diese Hinweise. Also der hier hat jetzt 8 verschiedene Farben drauf. 8? 6? 6 verschiedene Farben drauf. Das heißt, der ist für die Fälle mit diesen Farben verantwortlich, denn wir haben insgesamt 2, 4, 6, 8, 9 Fälle in jeder Schachtel. Und ich habe jetzt hier den violetten ausgewählt. Und da haben wir hier so ein Schlüsselloch, da könnte man den Schlüssel später reinstecken. Dreht man das um, um da die Lösung zu bekommen. Da sagt man dann, welche Lösung ist das und wie wir auf die Lösung kommen, das will ich euch eben kurz erklären. Jeder Spieler hat ein eigenes Tableau mit geheimen Informationen, die kann man sich da so abkreuzen. Kennt man davon so ein Deduktionskram. Das sieht halt so aus, dass wir hier die 3 Tatverdächtigen haben. Was Justin Bieber da macht, weiß ich nicht, aber der ist vielleicht potenziell tatverdächtig, im Golfclub einen Mord begangen zu haben. Und hier drunter sind dann eben hier die Tatwaffe, hier der Tatort, oben der Täter, das Fluchtfahrzeug. Und es sind 3 Taten geschehen und die sind zu bestimmten Uhrzeiten geschehen. Das ist relevant unter anderem wegen des Fluchtfahrzeugs und auch wegen des Tatorts. Denn hier in unserem, wie heißt ich, Paddy Bones McKittens Heft, da sind auch verschiedene Informationen drin. Da ist einerseits sind hier diese Farbdinger für die Tatverdächtigen. Das ist relevant für Fingerabdrücke. Das gibt hier so Karten mit Fingerabdruck-Kodierung. Da kann ich dann gucken, zu wem passt das. Ne? Wenn jetzt ein Fingerabdruck dazu passt, hier ist der Pokal, dann wäre derjenige oder diejenige, der Täter oder die Täterin, die mit dem Pokal den Mord begangen hat. Dann haben wir die Uhrzeiten, die Fluchtfahrzeuge nochmal und daneben, warum ist die Uhrzeit und das Fluchtfahrzeug wichtig. Auf der Rückseite ist hier ein Plan von dem Oakdale Club, dem Golfclub, in dem die schrecklichen Verbrechen geschehen sind. Wir haben hier 3 Tatorte markiert und da ist markiert, von wo nach wo man wie viele Minuten braucht. Das kann eventuell relevant sein für das Spiel. So, wie machen wir das jetzt? Wir sagen Go! Und dann fangen alle an, sich hier einfach Karten zu greifen, die zum aktuellen Fall passen. Hier seht ihr keinen Lila drauf, die schmeiße ich einfach weg. Aber die kann ich mir jetzt angucken und bekomme hier Informationen. Was zum Beispiel jetzt hier zwischen der Tat mit einer Tatwaffe und einer anderen Tatwaffe liegen mehr als 30 Minuten Zeit. Jetzt kann ich mir das hier schon mal angucken. Ach, der Mord war um 8, der Mord war um 7:45. Ja, das heißt, die beiden können nicht mit den beiden Dingern begangen sein, ja, und so weiter. Das kann man dann eben deduzieren und sich hier hinten abkreuzen. Und das machen alle Spieler gleichzeitig. Ja, also jeder sucht sich da einfach seine Infos, sagt hier, ah super, habe ich einen Fingerabdruck, gleich das in meinem Heft ab, lege mir das beiseite, nehme mir meinen nächsten Hinweis, der mir jetzt sagt, aha, da, das Gift wurde nicht mit dem roten Caddy transportiert. Ja, kann ich dann mir auch ein Kreuz machen. Weiß jetzt meinetwegen schon, der hier hat mit dem Gift gemordet und dann sage ich, ist nicht der rote Caddy, streiche ich mir den durch. So, ne? Und so macht das jeder gleichzeitig. Und sobald jemand dann alle Fakten über den Mord zusammen hat, trägt er hier Zahlen ein. Da kommen wir dann eben zu dieser Nummer mit dem Schlüssel, mit dem Kodieren
der Morde, ne, das ist immer eine vierstellige Zahl, hängt an so einem Mordfall dran. Und wenn jetzt der Gelbe meinetwegen die 1, 2, 3, 4 hat, sollte ich, wenn wir den gelben Fall spielen, hier die 1, 2, 3, 4 stehen haben. Und das ermittle ich eben daraus, dass hier jedem Tatverdächtigen, jeder Tatwaffe, jedem Tatort und jedem Fluchtfahrzeug ist halt eine Zahl zugeordnet, die Reihenfolge. Also der früheste Mord, der mittlere Mord, der späteste Mord, das ist dann jetzt das ist die Reihenfolge, wer wäre es die 5, die ich hier hinten eintrage. Und so komme ich dann auf die Zahl, um den Fall zu ermitteln. Haben alle Spieler durchermittelt? Das ist nämlich so eine Sache, dass nicht jetzt, ich habe es geschafft und jetzt ist es vorbei, sondern alle ermitteln ihren Kram durch. Und dann überprüfen wir das. Alle, die richtig liegen, die können jetzt gewonnen haben. Und das hängt davon ab, wie viel Zeit sie gebraucht haben. Und die Zeit, die sie gebraucht haben, das ist nicht die Zeit, die die Spielerin tatsächlich gebraucht hat, um den Fall zu lösen, sondern da kommen wieder die Karten ins Spiel. Die haben hier oben Zahlen drauf. Und das ist die Zeit, die das gebraucht hat, dieses Faktum zu ermitteln. Ja, also ich habe hier 2 Minuten oder 2 Stunden, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was die Zeiteinheit ist, gebraucht, um herauszufinden, dass das Gift nicht mit dem roten Caddy transportiert wurde. Na hier, da zum Beispiel, da ist ein Augenzeuge, das heißt, diese Augen hier, diese Zeugenbefragung, die brauchen natürlich länger. Ja. Dann würde ich jetzt in dem Fall 4 Zeiteinheiten verbraten. Und unter all denen, die das dann richtig gelöst haben, hat diejenige Spielerin gewonnen, die am wenigsten Zeit verbraten hat mit diesen Karten. Also, seht ihr, da ist ein bisschen Glücksfaktor drin. Es kann mal passieren, dass ich 2, 3 Karten ziehe, die nur Infos enthalten, die ich schon aus anderen Sachen deduktiv ermittelt habe. Das habe ich dann natürlich auch Zeit gekostet. Es kann dann mal ärgerlich sein, wenn ich jetzt gewonnen habe, weil ich 1 Stunde weniger gebraucht habe als sie hier. Und sie hatte halt 5 Karten mehr und hat aber von denen manche nicht gebraucht. Ja, das ist dann halt so, aber dafür geht es eben auch nicht zu lange. Das ist ein richtig schönes, nettes Deduktionsspiel, das durch diese Hektik, die da an den Tisch kommt, was ganz Neues in dieses Genre-Deduktionsspiel reinbringt. Wir fanden das richtig klasse. Wir haben, wie gesagt, den Mord im Oakdale Club gespielt. Den Raub in der Cliff Rock Villa haben wir noch nicht getestet. Wir haben jetzt einen Schwierigkeitsgrad angegeben. Ne? Das ist das hier, das ist Level, wie heißt das? Starter, also quasi ein Einsteigerspiel. Das nennt sich hier Medium, also soll wohl schwerer sein, wissen wir wie gesagt noch nicht. Und da aber 3 Dinger sind, gehe ich mal davon aus, dass wenn das Ding halbwegs ankommt, dass da auch noch mehr Fälle kommen. Und wir würden es dem Spiel wünschen, weil es tatsächlich richtig viel Spaß macht. Das war The Key von Thomas Singh, erschienen im Hause Haber. Ganz neu jetzt auch bei uns in der Aktion Hoher Spielwert, die ihr ja wahrscheinlich kennt. Und da waren wir gar nicht daran beteiligt, aber die Kollegen, die das ausgesucht haben, die haben da ein richtig gutes Spiel ausgesucht. Wenn ihr uns noch erzählen wollt, welche Spiele wir für euch mal näher unter die Lupe nehmen sollen, schreibt uns das unten in die Kommentare rein. Ansonsten drückt ihr, wo machen wir es heute hin? Hier hin. Dann könnt ihr unseren Kanal abonnieren und werdet informiert, wenn wir neue Videos hochladen. Bis dahin, viel Spaß mit Spielen und tschüss.